Hallo, heute habe ich wieder ein Update oder Mini-Haul in Sachen wiederverwendbare Slip-Einlagen, Schrägstrich Binnen, wobei diesmal keine Binnen dabei sind. Und zwar habe ich bei Luna Pads bestellt. Die sind ja relativ bekannt unter den Leuten, die sich mit der Thematik wiederverwendbare, waschbare Slip-Einlagen und so weiter schon beschäftigt haben. Die kennen Luna Pads wahrscheinlich schon. Ja. Und da habe ich jetzt auch mal bestellt. Eigentlich waren mir die ganze Zeit viel, viel zu teuer. Es gibt so viele günstige Alternativen, das muss ich echt so sagen. Aber ich bin dann irgendwie, ich weiß gar nicht mehr wie, ich habe bei Google irgendwas gesucht und bin dann auf eine Seite gekommen, wo es dann hieß, ja, wenn man sich hier anmeldet und so weiter, dann oder mitmacht, irgendwie ein Newsletter einträgt oder so, kriegt man 10 € Gutschein bei Luna Pets. Und da habe ich gesagt, okay. Ich will verschiedene Marken ausprobieren. Ich will auch mal von den größeren was ausprobiert haben, von den größeren Marken, damit ich auch ein bisschen was dazu sagen kann. Und ja, deswegen habe ich dort mich eingetragen. Ich werde euch den Link auf jeden Fall nochmal dazu in die Informationsbox packen. Ich glaube sogar, dass auf Luna Pads direkt man sich auf der linken Seite irgendwo ist so ein Kasten, da kann man sich dann eintragen und da kriegt man diesen 10 € Gutschein. Finde ich auch sehr, sehr gut, weil ich glaube, die Versandkosten waren auch so um die 4 € und die Pads waren auch nicht günstig, wirklich nicht günstig. Ich kann gerade mal kurz nachschauen. Steht hier nicht drauf. Ich glaube, so 4 €, 5 € oder sowas haben die Versandkosten betragen, die ganzen Preise und so weiter, werde ich auf jeden Fall nochmal in die Infobox packen und auch die Links zu den beiden Produkten, die ich mir jetzt rausgesucht habe. Neben der Rechnung war noch hier drin eine Luna Pets Wasch- und Pflegeanleitung. Und ja, da steht eben drauf, wie ihr die behandeln könnt, damit sie euch möglichst lange Freude bereiten, soweit man das als Freude bezeichnen kann. Dann war hier noch so ein Infoflyer drin. Mit so Infos über eben diese wiederverwendbaren. Und davon waren 3 Stück drin. Das heißt, eins habe ich meiner Schwester schon gegeben, so als Info einfach. Und sowas könnte man halt auch den Freundinnen weitergeben. Also deswegen hier waren 3 drin. Und das finde ich, ist eigentlich eine schöne Idee, dass man die Möglichkeit hat, dann eben einer Freundin einfach mal so einen Flyer in die Hand zu drücken und dann auch mal so das eigene Produkt auch zu zeigen, was man sich rausgesucht hat. Dann war hier noch ein 5 € Gutschein drin, ab einer Bestellung von 35 €. Den werde ich vielleicht irgendwann nochmal nutzen, weil damit kann man ja quasi die Versandkosten wegfallen lassen. Und ich habe gedacht, irgendwann werde ich mir sicherlich, wenn ich mal wieder ein bisschen Geld habe, auch mal ein, zwei Binden von denen holen. Mal schauen. Weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall finde ich die Designs wunderschön. Und dann ist hier noch ein extra Schreiben-Gedöns mit drin, wo dann eben so erklärt wird, Tampons, Müll und so weiter und was das bedeutet. Also hier ist zum Beispiel eine Hochrechnung. Dazu kann ich nur sagen, ich habe meinem Freund das so gesagt, also hier gibt es diese waschbaren Dinger und habe ihm die so gezeigt. Und ich dachte erst so, boah, jetzt labe ich den damit irgendwas zu, was ihn absolut gar nicht interessiert. Das für Kerl ist super interessantes Thema, natürlich wahnsinnig interessant. Und dann hat er gesagt, ja, wie viel Geld kostet oder wie viel Euro bezahlst du sonst im Monat so für die Wegwerfprodukte und hat gesagt, es könnte natürlich, und er hat direkt angefangen, da Hochrechnungen zu machen mit mir zusammen, was ich denn sparen würde. Das ist so süß. Ganz ehrlich, das ist eine Eigenschaft, die ich total toll finde an meinem Freund. Er ist eher so ein bisschen praktisch orientiert, das finde ich gut. Und ich muss so lachen, weil ich habe ihm dann den Flyer gezeigt. Er kam nämlich auch auf 5 € im Monat an Kosten. Und ich habe ihm halt so gesagt, wie viel Stück in einer Packung drinne sind, was das kostet. Und dann hat er so gesagt, ja, so um die 5 € im Monat. Und hat es dann gegengerechnet. Das Starterpack hier von Luna Pets kostet jetzt 60 €. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, ich habe um die 100 € für alle meine Pets und Zubehör und auch meine Schwämmchen ausgegeben. Also 100 € so um den Dreh. Klar, wenn ihr andere Firmen euch raussucht, andere Slip-Einlagen und so weiter, dann könnte es natürlich wesentlich günstiger sein. Oder wenn ihr sie selber macht, dann noch wesentlich günstiger. Aber ich habe halt alles mal ausprobieren wollen. Und dann war hier noch so eine Dankeschön-Karte. Finde ich auch sehr schön. Und ja, dabei.
Jedenfalls fand ich das goldig, als mein Freund das hochgerechnet hat und extra so, ja, dann lohnt sich das schon so. Okay, ein Thema, wo ich jetzt nicht damit gerechnet hätte, dass er sich darüber Gedanken machen würde, aber es ging um Geld. Da ist das manchmal ein bisschen anders. Ich glaube, Männer neigen eh dazu, wenn sie irgendwo was sparen können, ist nicht schlecht. Und ich sag mal so, die Kosten sind ja auch nicht gerade ohne. Dann kamen die Pads in dieser Verpackung, finde ich sehr, sehr schön aufgemacht, mit nochmal einer kleinen Anleitung drin. Hier ist einmal Mini-Panty-Liner. Ja, für Everyday Use. Und dann habe ich hier auch nochmal einen Thong-Panty-Liner mir ausgesucht und dann zeige ich euch die beiden. Zum einen ganz normal für eine normale, ja, Panty oder Höschen habe ich mir das hier rausgesucht. Das ist hier oben, das ist der weiche Teil und der Rest ist auch Vlies. Sehr, sehr schön. Und das Muster ist halt, also ich glaube, alle Eulenliebhaber werden jetzt aufschreien. Ich habe mir vor kurzem Stoff bestellt und da ist auch dieser Stoff, dieser Vliesstoff mit dabei in mit so rosa Hintergrund statt blau und mit gelben. Habe ich sehr günstig bekommen, deswegen habe ich mir den ausgesucht, weil ich auch mal selber sowas ausprobieren möchte zu nähen. Und ja, hier ist hinten eben das Ding hier mit dabei. Und da steht dann halt eben Made in Canada, Machine Wash Hot, Do Not Bleach, Dry Low. 100% eben Cotton. Ja, finde ich sehr, sehr schön. Die Flügel hier bei der bei dem Mini-Panty-Liner hat eben zwei Einstellungen. Das heißt, es sind drei Knöpfe und ihr könnt dann einmal auf normal und einmal auf eng noch machen. Also ihr könntet jetzt nochmal einmal enger machen, wenn euch das noch zu weit in der Hose ist. Ich finde die eigentlich relativ bequem, wobei ich sagen muss, also ich glaube, am besten ist trotzdem der zweite, also das engere für mich, weil die nicht so weit sind. Ja, egal. Kann man halt so einstellen, finde ich sehr, sehr schön. Wenn ihr die ein paar Mal gewaschen habt, das habe ich jetzt bei den anderen festgestellt, dann wird der Stoff ein bisschen weicher und lässt sich auch besser dann an die Unterhose und so weiter anpassen. Und dann habt ihr auch nicht das Gefühl, dass das irgendwie zu dick ist oder so. Finde ich sehr, sehr schön. Ist relativ dünn vom Material her, wobei ich sagen muss, dass die Mumi Jeans noch ein Ticken dünner sind. Aber wirklich auch nur ein Ticken. Und dann habe ich noch, das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich da bestellt habe, mir einen Tanga, meine Tanga-Slip-Einlage rausgesucht. Und die ist so süß, mit diesem Erdbeermuster. Ich liebe das, das ist total schön. Und das Besondere an der ist eben, dass die nicht so lang sind wie jetzt zum Beispiel die von Momiji. Die meisten String-Tanga oder Tanga-Slip-Einlagen, die sind hier hinten noch ein Stück länger und werden dann so spitz. Und das hängt dann wirklich immer so aus dem Tanga raus, wenn man sich zu viel bewegt hat, dann hängt das so hinten an der Pobacke. Und wer braucht das schon? Das braucht kein Mensch, wirklich. Und ja, deswegen fand ich die Länge sehr, sehr gut und auch so als Vorlage, als Pattern, um das später nochmal zu benutzen. Dachte ich mir, das ist eigentlich eine coole Idee. Das Ganze hat aber nur eine Einstellung. So, das ist dann vorne, das ist hinten. Und auch wieder Vlies. Sehr, sehr angenehm, sehr, sehr weich und kuschelig. Und, aber ich glaube, die Dinge haben irgendwie 15 Euro pro Stück gekostet, so um den Dreh. Auch der hier genauso viel wie das andere. Und das ist schon ein preislich großer Unterschied. Wenn ich jetzt zum Beispiel für Momiji hier die daneben halte, sieht man ja auch so ein bisschen den Unterschied. Also die ist wesentlich länger. Das ist das, was ich gesagt habe. Das stört ein bisschen. Aber sie ist einen Ticken dünner als die Luna Pads Variante. Und ja, mag ich sehr, sehr gerne. Bis auf das hier hinten. Ja, da ist halt die Frage, was man lieber mag und was man eher bereit ist auszugeben. Weil da kostet ein Zweierpack 12,90 €. Das ist wesentlich günstiger. Ansonsten habe ich mir halt das rausgesucht, damit ich das selber nachnähen kann und dass ich das so abnehmen kann als Größenvorlage und auch ändern kann, was mir eben vielleicht noch nicht so gut gefallen könnte oder so. Und ja, sehr, sehr schön. Wie gesagt, gefällt mir sehr gut. Und ich werde euch einfach mal einen Link zu, falls ihr Interesse habt, mal sowas selber zu machen. Beziehungsweise ich werde euch zwei Links mal in die Infobox packen. Das eine ist eine englische Seite. Beziehungsweise ich glaube, beide sind Englisch.
Auf der einen wird so ein bisschen die verschiedenen Materialien erklärt, was man für eben den Oberstoff nehmen kann, für den Saugkern, für die Unterseite und so weiter. Was verschiedene Techniken es gibt, bla bla bla. Also wirklich alles, was ihr wissen müsst, findet ihr auf dieser Seite. Mein Englisch ist nicht so optimal, aber ich verstehe den Großteil und da, wo ich Schwierigkeiten habe, dann schaue ich bei Leo nach, wenn ich mal was nicht finden sollte, was ich nicht verstehe oder so, und google ich das nach oder bei Leo eben. Und ja. Dann werdet ihr in etwa zu diesen hier, also das sah sehr ähnlich aus, dieses Muster, was man ausdrucken kann. Man kann sich das als PDF-Datei speichern. Den Link findet ihr, wie gesagt, in der Infobox. Und dann könnt ihr das selber versuchen zu nähen. Habe ich mir jetzt mal ausgedruckt und grob ausgeschnitten. Und es sieht halt haargenauso aus wie die Vorlage von den Luna Pads. Deswegen habe ich das jetzt mit reingebracht. Da werdet ihr dann die Materialkunde und einmal eben dieses Pattern finden. Und dann könnt ihr das auch mal selber ausprobieren. Ich bin noch dabei, so meine Gegebenheiten zu ordnen und alle Materialien beizuschaffen. Denn alles auf einmal ging jetzt nicht, weil so viel Kohle habe ich den Monat nicht mehr. Meine Nähmaschine habe ich von zu Hause, also von meinen Eltern, auch mal mitgenommen. Ich habe natürlich keinen Overlock. Stich, was das Ganze einfacher machen würde, aber ich denke, man wird auch da eine Technik finden, wie man das verarbeiten kann. Und das war mein Haul, der war jetzt relativ lang, weil ich noch so ein bisschen dazu erzählt habe. Ich hoffe, es war für euch interessant. Und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie findet ihr Luna Pads? Habt ihr selber schon Erfahrungen mit denen gemacht? Habt ihr selber überhaupt schon Erfahrungen mit waschbaren Pads gemacht? Dann, ja, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und ja, ich finde sie immer noch sehr, sehr teuer. Also ich würde mir nicht einen Grundstock nur von Luna Pads machen, weil das kann kein Mensch sich leisten. Ich finde sie teuer. Aber ja, so ein, zwei ist doch eine schöne Sache. Sehen wirklich toll aus, kann man nicht sagen. Und sind sehr, sehr angenehm zu tragen. Sehr weich, sehr kuschelig. Und ja. Das war's von mir. Ich werde euch auf jeden Fall nochmal die letzten Hauls verlinken, ob jetzt hier auf die Seite oder noch so in die Infobox, weiß ich noch nicht so genau. Aber wir werden sehen. Und ja, die Seite Luna Pets werde ich auch verlinken und vielleicht auch mal die anderen Seiten, wo ich die anderen Binden gekauft habe, oder? Wäre vielleicht eine Idee. Und auf meinem Blog, wenn ich es schaffe, wenn ich alles geschafft habe, sollten auch noch ein paar Bilder zu sehen sein von den verschiedenen Binden und Slip-Einlagen. Dann könnt ihr euch vielleicht noch mal ein besseres Bild machen. Und das war's von mir. Wir sehen uns. Ciao.